Hallo meine Süßen. So, jetzt kommt das gefragte P2 Lippenstift-Video. Ich werde es jetzt so aufbauen, dass ich euch jetzt einzelne Lippenstifte zeigen werde. Und danach, wenn ich den Lippenstift genannt habe, wie er heißt, kommt dann ein Bild von meinen Lippen, wie ich sie da drauf geswatcht habe. Und einmal ein Bild, wo ich so hinhalte von ein bisschen weiter weg, wie das dann so aussieht. Ja, meine Lippen sind jetzt ganz rot, deswegen musste ich die jetzt gerade mal ein bisschen einschmieren. Nicht wundern, dass es jetzt irgendwie so komisch aussieht. Ja, ich fange jetzt mit der ersten Farbe an. Also es geht wie gesagt um die ganzen P2 Lippenstifte. Ich habe 10 Stück. Die kosten 1,95 Euro. Und ich liebe alle Lippenstifte von P2. Angefangen machen wir jetzt mit der Farbe 010 Rodeo Drive. Mit der Farbe fangen wir jetzt an. So sieht die aus. So, dann machen wir weiter mit der Farbe Sunset Boulevard. Manche davon gibt es aber leider nicht mehr. Das ist so eine Farbe. Dann geht es weiter mit der Farbe Place de la Concorde. Habe ich mir jetzt schon wieder nachgekauft. Dann geht es weiter mit der Farbe Carnaby Street, aus dem neuen Sortiment. So aus. Dann die Farbe Lady Smile. Sieht so aus. Dann die Farbe Onion Squaw. Auch aus dem neuen Sortiment. Dann die Farbe Nathan Road, die weiß ich gar nicht mehr, ob es die gibt. Diese Farbe hier. Dann einer meiner Lieblingsfarben, Copacabana. Hier. Dann haben wir Walk of Fame. Walk of Fame. Das ist diese Farbe hier. Leider fährt jetzt gerade ein Traktor vorbei. Und die letzte Farbe ist Via Monte Apollione. Und die habe ich jetzt alle in der Reihenfolge gemacht. Also die letzten waren die kräftigeren, die vorderen waren eher nude und rosa und so. Und die letzten waren eher sehr, sehr knallig.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch so gefallen. Wenn ich das auch mal mit anderen Sachen machen soll, also mit meinen anderen Lippenstiften oder keine Ahnung, mit irgendwas, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ja, und würde mich auch freuen, wenn ihr, wie gesagt, fleißig Kommentare schreibt, wenn ihr mir unten auf den Shein-Link drückt. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.